Mit Karmesin und Purpur wagt die Pokémon-Reihe endlich den Schritt in eine komplette Open World. Die gibt uns so viel Freiheit und Abenteuergefühl wie nie zuvor, allerdings ist das neueste Poké-Abenteuer dadurch nicht automatisch besser als die Vorgänger. Während das bekannte Sammeln, Kämpfen und Trainieren-Prinzip noch immer süchtig macht, können die neuen Mechaniken nämlich nicht ganz mithalten. Denn beim Streifzug durch die offene Spielwelt bleibt besonders in Sachen Gameplay-Ideen viel Potenzial am Wegesrand liegen. Bevor es entweder in Pokémon Karmesin oder in Purpur richtig losgeht, erstellen wir erstmal unseren Charakter. Hier können wir direkt Körpertyp, Hautfarbe und Geschlecht wählen. Der gewählte Körpertyp legt dabei automatisch fest, ob wir männlich oder weiblich sind. Bei den Klamotten und Haaren haben wir hingegen die komplett freie Wahl, unabhängig von unserem Geschlecht können wir nämlich alles tragen. Ehe wir uns dann aber endlich in die Open World der neuen Paldea-Region wagen, treffen wir noch die wohl wichtigste Entscheidung des Spiels. Wir wählen unser Starter-Pokémon. Zur Auswahl stehen das Pflanzen-Pokémon Felori, der Feuerstarter Krokel und der Wassertyp Quax. Wir entscheiden uns hier für Krokel, den Feuerstarter. In jeder Edition gibt es außerdem ein legendäres Reit-Pokémon, das sich hingegen nicht tauschen lässt. In Karmesin finden wir das Urzeitreptil Koraidon und in Purpur das Transformerartige Miraidon. Koraidon und Miraidon sind unsere wichtigsten Begleiter überhaupt, denn sie dienen uns nicht etwa als Kampfpartner, sondern ausschließlich als Fortbewegungsmittel. Per Knopfdruck können wir unser Helferlein jederzeit rufen, um in Windeseile weite Strecken zurückzulegen. Beide unterscheiden sich übrigens nur optisch, haben also die gleichen Fähigkeiten. Wir können mit ihnen sprinten, springen, klettern, durch die Lüfte gleiten und schwimmen. Allerdings beherrscht unser Reit-Pokémon all diese Fähigkeiten nicht direkt zum Start. Wir schalten sie erst nach und nach frei, indem wir bestimmte Story-Missionen erledigen. Bis wir das erste Mal auf den Rücken von Koraidon oder Miraidon hüpfen können, dauert es aber eine ganze Weile. Die ersten 3 Spielstunden stecken nämlich erstmal voller Gerede, Informationen und Zwischensequenzen. Erst nach dem langatmigen Einstieg werden wir in die große Welt entlassen. Hier sollen wir an der jährlichen Schatzsuche der Akademie teilnehmen. Wir suchen allerdings keinen materiellen Schatz, vielmehr verfolgen wir bestimmte Ziele. Die sind zugleich auch die 3 Hauptstränge der Story. Der Weg des Champs, der Pfad der Legenden und die Straße der Sterne. Dank der unterschiedlichen Ziele spielt sich Karmesin und Purpur durchaus abwechslungsreich, besonders im Vergleich zu den linearen Vorgängern. Aber die Qualität der einzelnen Story-Aufgaben lässt auch stellenweise arg zu wünschen übrig. Bis auf wenige Ausnahmen spielen sich die meisten Missionen zu gleichförmig und fordern uns kaum heraus. Ein Beispiel gefällig? Auf dem Weg des Champs fordern wir ganz klassisch 8 Arena-Leiter zum Pokémon-Kampf heraus und sammeln nach dem Sieg ihre Orden ein. Danach nehmen wir dann noch an der Pokémon-Liga teil, um die stärksten Trainer Paldeas zu besiegen. Auch der neue Pfad der Legenden konnte uns spielerisch nicht so ganz überzeugen. Hier suchen wir für unseren Kumpel Pepper Geheimgewürze. Dafür bezwingen wir 5 besonders starke Herrscher-Pokémon. Die sind im Grunde gigantische Formen von herkömmlichen Pokémon aus Paldea. Die müssen wir aber erstmal finden. Wirklich schwer ist das aber nicht, denn die sind, naja, riesig. Im Anschluss bekämpfen wir sie dann wie jedes andere Pokémon. Die Herrscher sind dabei deutlich stärker und haben mehr Leben. Gehen wir aber mit gleichem oder höheren Level in den Kampf, sind auch diese Pokémon kein großes Problem. Eigentlich setzt uns das Spiel nur eine bekannte Mechanik im XXL-Gewand vor. Einfach Pokémon finden und besiegen. Positiv überrascht hat uns immerhin ein Gigant, der in einem Drachensee lauert. Aber hier wollen wir nicht zu viel verraten, lasst euch überraschen. Unterm Strich hatten wir uns aber viel mehr spielerischen Witz gewünscht. Und apropos spielerischer Witz, den finden wir im 3. Story-Pfad überhaupt nicht. Bei der Hauptquest, die Straße der Sterne, infiltrieren wir 5 Lager von rebellierenden Akademiemitgliedern, die sich Team Star nennen. Bevor wir den jeweiligen Lagerboss herausfordern können, müssen wir aber erstmal 30 Pokémon eines Typs in 10 Minuten besiegen. Das Manko daran? Wir kämpfen nicht selbst. Vielmehr schicken wir 2 unserer Pokémon los, die dann automatisch angreifen. Zwar laufen die Kämpfe dadurch schneller ab, sind aber trotzdem echt einschläfernd. Noch dazu spielen sich alle Lager gleich, es wird also schnell repetitiv.
Die Kämpfe selbst laufen nach dem poketypischen Prinzip ab. Rundenbasiert, 4 Attacken zur Auswahl, Stein-Schere-Papier-Prinzip. Wasser schlägt Feuer, Feuer schlägt Pflanze und Pflanze schlägt Wasser. Wer frühere Ableger kennt, fühlt sich hier direkt heimisch. Wie schon in Pokémon Legenden Arceus von Anfang 2022 gibt es auch diesmal keinen separaten Kampfbildschirm mehr. Nervige Schwarzblenden sind also Geschichte, wir kämpfen direkt in der offenen Spielwelt. Ebenfalls cool, wilde Pokémon laufen während eines Kampfes weiter in der Gegend rum und beobachten das Geschehen. Das sorgt hier und da für witzige Momente. Da kann schon mal passieren, dass ein wildes Nebulak mitten im Arenakampf unbekümmert durchs Publikum schwebt. Komplett neu sind dagegen die Autokämpfe. Dabei befreien wir unser erstes Pokémon im Team aus seinem Pokéball und lassen es selbstständig wilde Pokémon bekämpfen. Wir müssen es lediglich zum Angriffsziel schicken. So verdienen wir zwar etwas weniger Erfahrungspunkte als in einem regulären Kampf, sparen beim Trainieren aber jede Menge Zeit. Außerdem gibt es erneut einen EP-Teiler, der teilt Erfahrungspunkte nach einem gewonnenen Kampf auf alle Monster im Team auf. Grinding wird so deutlich komfortabler. Und wie in jedem neuen Pokémon-RPG gibt es auch diesmal ein besonderes Kampffeature. In Karmesin und Purpur ist das die Terra-Kristallisierung. Die erinnert an die Dynamaximierung aus Schwert und Schild, nur werden unsere Pokémon hier nicht riesig, sondern legen sich per Knopfdruck eine Art Kristallpanzer an. In diesem Modus werden sämtliche Attacken verstärkt, die dem Terra-Typ des Pokémons entsprechen. Krokels Terra-Typ ist natürlich Feuer, also richten Feuerattacken wie Glut mehr Schaden an. Die Terra-Kristallisierung verleiht den Poké-Duellen damit etwas mehr Pep und bringt einen Hauch Taktik ins Spiel. Wir müssen nämlich stets abwägen, welches unserer Pokémon wir zu Kristall verwandeln. Das kann uns durchaus einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Die Kämpfe sind also gewohnt spaßig und werden durch neue Features verfeinert. Noch mehr Spaß bereiten uns allerdings das Erkunden und Sammeln der Pokémon. Wie schon in Legenden Arceus streifen die Taschenmonster hier sichtbar durch die Welt. Das haucht der sonst so kargen Paldea-Region immerhin etwas Leben ein. Auf den weiten grünen Feldern, in kristallblauen Seen und dürren Wüstenarealen stoßen wir auf bekannte Lieblinge wie Pikachu oder ganz neue Pokémon wie das putzige Schweinchen Ferkuli. Auch das Fangen funktioniert hier ähnlich wie in Legenden Arceus. Wilde Pokémon visieren wir mit der Schultertaste an und werfen dann einen Pokéball auf sie. Damit startet automatisch der Kampf. Alternativ und weniger elegant laufen wir einfach in sie hinein. Manche langsamen Pokémon wie Enton können wir auch überrumpeln und uns den Erstschlag sichern. Dafür müssen wir uns vorab ducken und von hinten anschleichen. Aber Achtung, aggressive Pokémon machen Jagd auf uns. Wenn wir nicht aufpassen, können sie uns überrumpeln. Das macht aber immer noch Spaß. Schon in den ersten Spielminuten sind wir in einem regelrechten Sammelwahn verfallen. Wir schnappen fast schon ekstatisch jedes Pokémon, das uns vor die Füße läuft, fliegt oder schwimmt. Am liebsten hätten wir die Story komplett ignoriert und einfach unserer Sammelleidenschaft gefrönt. Aber so viel Spaß das Erkunden und Entdecken neuer Pokémon auch macht, die Open World hat auch ihre Schattenseiten. Die Entwickler holen nämlich erneut nicht viel aus der Switch-Hardware raus. Unsere Streifzüge durch Paldea werden von nervigen Pop-Ups begleitet, die den Spielfluss stören. Bäume, Schatten, NPCs und wilde Pokémon werden oftmals viel zu spät geladen. Das stört besonders, wenn wir unerwartet von einem Monster angegriffen werden, das plötzlich vor uns auftaucht. Noch dazu ruckelt das Spiel oft. Am auffälligsten ist das, wenn wir auf unserem Reit-Pokémon unterwegs sind. Am meisten stört uns allerdings die lieblose Gestaltung der Welt. Paldeas weite Felder, Wüsten und Strände wirken erschreckend detailarm. Bei den Städten hat sich das Team von Game Freak immerhin etwas mehr Mühe gegeben. Besonders die kleinen Örtchen sind mit Blumen und Ornamenten geschmückt und durchaus ein Blickfang. Hier fühlen wir uns an Spanienurlaube erinnert. Pokémon wollte mit Karmesin und Purpur einen neuen Schritt wagen, der nur bedingt gelungen ist. Die drei Stränge der Hauptstory mögen für Abwechslung sorgen, bleiben mechanisch aber ziemlich blass. Und auch die Open World leidet unter der schwachen Engine. Die lieblosen Umgebungen und technischen Probleme haben mehrfach unsere Entdeckerlust gedämpft. Gleichzeitig zeigt Karmesin und Purpur aber auch, wo die Stärken der Reihe liegen, nämlich beim Kämpfen und Sammeln. Fans der alten Spiele werden deshalb wahrscheinlich über viele der Schwächen bei einigen Neuerungen hinwegsehen können, denn die Kernmechaniken machen noch immer Spaß. Ihr solltet nur keine Neuerfindung der Reihe erwarten, sondern eher das Gegenteil. Denn gerade wegen der Open World macht der neue Serienteil in Sachen Gameplay und Optik enttäuschende Rückschritte.